So Leute, was geht? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute werde ich mal wieder ein paar Kommentare von euch kommentieren und beantworten, je nachdem. Vor allem mit Hardline ist da jetzt eine Menge zusammengekommen, wo ich gerne drauf eingehen würde. Wir fangen einfach direkt mit Kommentar Nummer 1 an. Das haben auch mehrere gefragt und geschrieben. Und zwar, was ich von dem Auszeichnungs- bzw. Freischaltsystem in Hardline finde. In Battlefield 3 und Battlefield 4 hat man die ganzen Sachen ja ziemlich krass hinterhergeschmissen bekommen. Da musste man überhaupt nicht viel machen und hat sich das easy freigeschaltet. Bei Hardline ist es jetzt ein bisschen umfangreicher. Wenn wir jetzt einfach nur betrachten, diese ganzen Syndicate-Aufträge, da habe ich ja schon Videos zu gemacht zu den meisten, dass man da 25 Kills machen muss, dann 10 davon machen muss und dann der nächste Auftrag 200 Kills und 15 davon von irgendwelchen Coins oder so. Das finde ich gar nicht mal so schlecht, muss ich sagen, dass das ein bisschen mehr ist, dass man das nicht sofort nach einer Runde hat, sondern da schon ein Weilchen spielen muss. Finde ich gut, ist auch noch so ein bisschen, Motivation ist jetzt das falsche Wort, aber ich denke, ihr wisst, was ich meine, dass man da dran ist und dass man da auch dran arbeiten will, dass da sowas dahinter steckt und nicht eine Runde spielt und man hat es einfach. Aber ich finde das zum Beispiel beim Knockout-Sniper-Gewehr, der Auftrag mit den Kamera-Coins, das macht einfach keinen Spaß mehr, finde ich so meiner Meinung nach. Vor allem, weil das Ding auch das stärkste Sniper-Gewehr ist, soweit ich weiß. Das macht einfach keinen Spaß, da habe ich selber keinen Bock, mir die Knockout freizuschalten, einfach wegen den Kameracoins. Ich hoffe, das wird gepatcht, dass die effektiver sind, die Kameras, oder dass man einfach weniger braucht, je nachdem. Aber sonst finde ich das eigentlich super okay, dass man da einfach ein bisschen mehr Zeit reinstecken muss. Für die Leute, die nicht so viel spielen, das ist auch machbar. Man muss halt, wie gesagt, einfach ein bisschen mehr Zeit reinstecken und das finde ich an der Stelle gar nicht mal so schlimm, weil alles direkt hinterhergeworfen bekommen, ist dann doch so ein bisschen langweilig, finde ich. Da ist keine Herausforderung da. Das war, glaube ich, übrigens das richtige Wort, was ich vorhin gesucht habe. Herausforderung. So eine kleine wenigstens, ja. Nächster Kommentar ist von Betelsfield und der hat geschrieben von wegen zu meinem kleinen Serverproblem, ja. Für Live-Runden habe ich ja immer sehr gerne TDM gespielt, Speedrunde und so weiter. Das geht in Hardline ja jetzt nicht mehr so gut, vor allem, weil es keine 48-Mann-Server gibt. 32 Mann ist meiner Meinung nach für die Hardline-Maps zu wenig. 64 Mann, zumindest für TDM oder ähnliches, finde ich das ein bisschen zu viel. Da wäre 48 Mann perfekt. Aber 48-Mann-Server kann man einfach nicht erstellen bzw. einstellen. Das kann man auch im Battlelog gar nicht auswählen. Es gibt keine 48 Mann und das wäre meiner Meinung nach perfekt. Du bist super nett und lieb, ja, dass du mir dann Server zur Verfügung stellen möchtest, da extra einen mieten. Aber das ist zwar super nett und danke dafür, aber das braucht keiner von euch zu machen. Wenn ich mir einen Server mieten möchte oder wenn ich einen Server haben will, dann kann ich mir auch einen Server selber besorgen. An der Stelle also bitte macht da keine Umstände und gebt da eventuell sogar Geld für aus. Ich hoffe, das wird einfach geändert, dass man da auf 48 Mann umstellen kann. Allgemein haben auch viele gefragt, wo die Live-Runden bleiben, weil ich mache ja momentan sehr wenig Live-Runden. Die kommen noch. Ich habe da auch mega Bock drauf und ich werde die nächsten Tage auch die ein oder andere regelmäßig dann raushauen. Das kommt wieder rein. Die nächsten Kommentare sind viele, die immer mal wieder über die Zeit gestellt werden. Jetzt vor allem jetzt in letzter Zeit auf Facebook, per Nachricht, in den Kommentaren, überall, was ich für ja, Ausrüstung, sage ich schon, habe. Ja, womit ich zocke, was ich für ein Gaming-Setup habe sozusagen. Was hast du für eine Maus, was für eine Tastatur? Und das möchte ich in diesem Video einfach mal kurz updaten, weil seit dem letzten Mal hat sich eigentlich so gut wie alles geändert. Wir fangen an mit meiner Maus. Ich habe die Rocket Cone XTD Optical. Viele haben mir damals von der Rocket Maus abgeraten. Ich habe ja auch bei euch rumgefragt, was ihr so habt, was ihr so empfehlen könnt. Und ich muss aber sagen, ich habe das Ding einfach gekauft, ausprobiert und das tue ich jetzt schon seit über einem Jahr, anderthalb Jahre so müsste es jetzt her sein. Und das Ding funktioniert immer noch wunderbar. Die ist super präzise, hat keine Fehler, alles funktioniert noch. Das ist eine super Maus, zumindest bei mir jetzt und bis jetzt. War auf jeden Fall kein Fehlkauf und dazu passend habe ich das Rocket Taito Mauspad, ja, Maus. Brauche auch das passende Mauspad, ganz logisch. Meine Tastatur ist die Razer Black Widow Ultimate Stealth Edition. Das ist eine mechanische Tastatur und ich kann wirklich jedem nur mechanische Tastaturen empfehlen. Das Ding ist relativ schlicht und einfach, ja, hat keine großartigen Funktionen. Ist auch relativ teuer, also falls ihr eine günstigere mechanische Tastatur sucht, dann kann ich euch SteelSeries empfehlen. Da sind ganz nice, günstige dabei. Ansonsten, ich habe damit bis jetzt noch keine Probleme gehabt. Ich muss doch sagen, so lange habe ich die jetzt noch nicht. Das Nice an der Tastatur ist, dass an der Seite so Kopfhörer und Mikro
Eingänge sind. Das heißt, ich kann da mein Headset anschließen. Und ich bin so jemand, der die ganze Zeit mit dem Stuhl über das Headset-Kabel rollt. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wenn euch das auch immer passiert. Und seitdem ich diese Tastatur habe, passiert mir das nicht mehr, weil ich da mein Headset angeschlossen habe und das jetzt so über dem Tisch liegt, anstatt ja so auf dem Boden. Und mein Headset, was ich habe, ist das Siberia SteelSeries V2. Das haben richtig viele. Das ist extrem leicht, muss ich sagen. Counter-Strike geprüft bis zum geht nicht mehr, wenn es um Schritte und Gegner hören geht. Das Einzige, was an diesem Headset scheiße ist, ist das Mikrofon. Das heißt, wenn ihr ein Headset mit gutem Mikrofon sucht, dann solltet ihr euch das Ding nicht kaufen, weil das Mikrofon ist schon jetzt nicht so das Beste, muss ich an der Stelle sagen. Ansonsten ist echt ein super Teil, erfüllt seine Zwecke. Als nächstes kommen wir zu dem, womit ich meine Videos aufnehme. Das fragen auch immer wieder mal welche. Ich nehme meine Videos untypisch für einen PC-Gamer, nicht mit DxTowy Fraps Action Shadowplay auf, sondern mit der Elgato Game Capture HD 60. Warum das Ganze? Ganz einfach, weil dieses Gerät, dieses Aufnahmegerät, das einzige ist, was meine Zwecke zu 100% erfüllt. Ich brauche vor allem bei Battlefield was im Hintergrund aufnimmt. Das heißt, ich muss nicht aufnehmen, um aufzunehmen. Ich kann spielen. Wenn was Nices passiert ist, drücke ich eine Taste und habe das Ganze trotzdem aufgenommen sozusagen. Also ich speichere das einfach ab, obwohl ich gar nicht aufgenommen habe. Das heißt bei der Elgato Flashback-Aufnahme. Ich weiß, viele möchten jetzt sagen, Shadowplay kann das auch. Ja, Shadowplay ist aber einfach das verbuggteste Programm überhaupt. Ich hatte das echt eine Weile lang in Gebrauch und ich habe unzählige Dateien, Videodateien, die einfach kaputt sind, die man nicht öffnen kann. Ich habe unzählige Videodateien mit Bildfehlern. Ich habe unzählige Videodateien mit Soundfehlern, mit kompletter Asynchronität. Ich brauche was zu 100% funktioniert. Und das ist halt nur die Elgato HD 60. Ich hatte vorher auch die HD 30. Und ja, dann kam ja die ganze 60 FPS-Sache und jetzt habe ich die Elgato HD 60 und ja, das ist wie ein Aufnahmeprogramm sozusagen. Das Ding klemmt ihr zwischen Grafikkarte und Bildschirm und dann ist es sozusagen angeschlossen. Mehr müsst ihr gar nicht machen, dann habt ihr dann Aufnahmeprogramm. Ich weiß, normalerweise benutzt man das für PS4, PS3, Xbox One, Xbox 360, Wii U, was auch immer. Aber auf dem PC funktioniert das auch super. Man kann da alles Mögliche einstellen, man kann sogar die Farbe ändern, falls man eine leichte Color Correction haben möchte. 1080p, 720p, was auch nice ist, was für Live-Runden ganz cool ist, dass ich das Mikrofon direkt reinpacken kann. Das kann man zwar bei Shadowplay zum Beispiel auch, aber da ist die Quali halt irgendwie scheiße. Aus irgendeinem Grund ist die Mikrofon-Quali bei Shadowplay kacke. Die Elgato ist halt so eine Sache, das ist halt das Einzige, was so meine Bedürfnisse, sage ich mal, in dem Sinne im vollen Umfang erfüllt. Vor allem halt mit dieser Flashback-Aufnahme, was für mich sehr, sehr wichtig ist. Ansonsten wird noch mega oft und regelmäßig gefragt, was ist das für Musik im Hintergrund? Ist eigentlich immer in der Videobeschreibung verlinkt, aber meine Musik ist in letzter Zeit und wird auch in nächster Zeit ausschließlich von Vario sein. Den solltet ihr alle kennen wegen Penumbra, meinem alten, nicen, richtig geilen Outro-Song. Könnt ihr mal auf seinem Kanal vorbeischauen. So viele Songs hat er nicht am Start, aber die am Start sind, sind echt nice. Vor allem so für den Hintergrund ergänzt das Ganze immer sehr, sehr schön. Und ich weiß, die CSGO-Fragen häufen sich in letzter Zeit wieder ein bisschen. Deswegen, da das Gameplay hier vorbei ist, machen wir mal eine kleine Ausnahme. Und ich hänge hier was aus CSGO hinten dran. Und dann richtig regelmäßig CSGO. Da wird es in circa 2 Wochen dann News zu geben. Wir sehen uns morgen wieder im nächsten Video. Falls euch dieses Video hier gefallen hat, dann könnt ihr gerne einen positiven Daumen da lassen. Falls ihr noch Fragen habt, dann stellt die gerne in den Kommentaren. Wir sehen uns morgen wieder im nächsten Video. Bis zum nächsten Video, Leute. Bis dann und tschüss. Ohoho. Du musst so mit der Waffe noch dann wackeln, ne? Wenn du den Headshot gegeben hast. Also, Diegelbeast oder was ist da los? Nein!